von der ältesten Kuh Hessens bis zur Verabschiedung von Roland Koch war bis jetzt alles dabei. Hi und herzlich willkommen zu TJ und dann. TJ, das steht für Technikjournalismus und ist mein Studiengang hier an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Aber was kann ich nach meinem Studium damit eigentlich tun? Das frage ich heute Christian. Hi Christian. Hi. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Arbeitsalltag. Mein Tag beginnt meistens sehr entspannt. Ich bekomme mein Thema oder bringe dieses Thema mit und dann wird es stressig. In aller Regel habe ich ein bisschen Zeit zu recherchieren, noch im Studio, noch ein bisschen Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, worauf es denn ankommt, ein bisschen Zeit zu telefonieren und dann heißt es aber rausfahren, drehen, die Protagonisten treffen, vor Ort sein, mit den Leuten ins Gespräch kommen, Informationen einsammeln und dann heißt es auch schon wieder zurückfahren, schneiden, texten und dann auf den Sender schicken. Das klingt ja stressig. Macht dir das denn trotzdem Spaß? Also mir macht es sehr, sehr großen Spaß, weil es eine wirklich sehr, sehr große Themenvielfalt gibt. Also von der ältesten Kuh Hessens bis zur Verabschiedung von Roland Koch, sage ich immer, war so alles dabei. Und da mittendrin ganz viele auch eher technische oder wissenschaftliche Themen, die ich mir häufig selber aussuchen kann. Und was ist das Besondere an deinem Job? Du hast immer unterschiedliche Menschen um dich herum und musst immer anders denken, wie setzt sich das Thema um. Wie ist es auch bildlich interessant und wie kann ich es so erzählen, dass es wirklich jeder versteht und das beim allerersten Mal. Ja. Inwiefern würdest du sagen, ist der Inhalt von deinem Studiengang bis heute noch wichtig? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist oder dass es für meine Arbeit sehr wichtig ist, weil ich mich dadurch vielleicht auch an Themen rantraue, wo sich Kollegen, Kolleginnen nicht so rantrauen. Und mir fällt das speziell durch diesen Studiengang leichter häufig. Gerade weil es darum geht, in der Tagesaktualität on point ist ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Und das war's auch jetzt schon wieder mit unserer kleinen Miniserie. Bis demnächst.